Hallo, wach auf. Oh mein Gott. Nein, das bin ich, der aufwacht. Das war geil. Ich habe auf meine eigene Puppe geguckt. Das ist doch pervers. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst dem Video doch gerne eine Bewertung und dem Kanal ein Abo. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu Duck Season. Ein Spiel, was eigentlich viel zu alt ist, dass wir es jetzt noch spielen. Viele von euch wissen ja, damals haben wir es in VR gespielt. Und heute kam es ganz zufällig auf meine Steam... Auf meine Steam-Startseite. Das hier ist die normale PC-Version davon. Wir spielen es natürlich auf Medium. Stress Level Zero. Alter, das erinnere ich mich noch. Der arme Junge ist einsam. Er hat nichts zu tun. Er ist riesig geworden. Das Intro können wir überspringen. Kurz gesagt, die Mutter kommt nach Hause und bringt ihr dieses Spiel nach Hause. Duck Season. Let's go. Hey, Hunters, it's duck season. All our shotguns come preloaded, so to start shooting, all you gotta do is aim it. So was wollen wir hier nicht lernen. Das ist ganz schlecht für uns. Können wir das irgendwie ausstellen? Verdammt, ich möchte nicht sehen, wie dieser verdammte Redneck irgendwo drauf schießt. Das ist eine komische Kassette. Da hinten ist die Mutter. Ulala. Okay, wir müssen das wahrscheinlich bis zum Ende angucken, weil das das Tutorial ist. Aber in der Zeit könnten wir uns normalerweise im Haus umsehen. Alter. Yo. Übertreib. Okay, der Typ ist definitiv ein Psycho. Haben wir das Spiel hier irgendwo? Da ist doch Duck Season. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen es reintun. Play Level 1. Es geht einfach nur darum, Enten zu erschießen. Was sich ziemlich Psycho anhört. Was geht, mein Freund? Von dir habe ich am meisten Angst. Oh, verdammt, Alter. Ey, du brauchst nicht so rumzutanzen. Shooting Tutorial. Pull Trigger. Reload. Okay, das tun wir. Mein Freund, du provozierst mich nur... I'm sorry. Runde 1, ready. Natürlich bin ich ready. Ich werde jede einzelne Ente bekommen. Ich glaube, auf PC ist es auch deutlich einfacher als in VR. Ich weiß gar nicht, müssen wir den Typen überhaupt abschießen? Weil eigentlich müssen wir uns ja um die Enten kümmern. Oh, es tut mir leid, bra. Ich bekomme die easy. Let's go. 2 von 2. Dich nehme ich auch noch mit. Dieser Sound sagt mir eigentlich, wir sollen nicht auf ihn schießen. Ich versuche dich mal zu ignorieren. Ich habe von dem Spiel ja bisher nur eine Folge aufgenommen. Alter, wieso verfehle ich? Habe ich sie nicht getroffen? Komm schon. Perfekt. Konzentrations-Niley. Bam. Nice. Soll ich dich abschießen? Ich bin mir nicht sicher. Da unten steht auf jeden Fall ein Scoreboard, auf das wir gucken sollten. Let's go. Komm schon. Okay, das haben wir auch getroffen. Wir haben bisher nur eine einzige verfehlt. Great. Runde 2? Es gibt 2 Runden. Okay, ich habe kein Problem damit. Let's go. Da unten ist eine schnelle und da oben ist eine etwas langsamere. Komm schon. Oh mein Gott. Gott. Ich bin zu gut in dem Spiel. Da hinten sind Patronenhülsen. Da könnten wir theoretisch nachladen. Oh, verdammt. Let's go. Komm schon. Nein. Die haben wir verfehlt. Great. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Oh, wir konnten die ganze Zeit anvisieren. Bin ich dämlich? Ich schieße die ganze Zeit No-Scope. Okay, wir sind wieder hier im Raum angekommen. Mama arbeitet da hinten. Ich sollte sie eigentlich... Oh, oh. Alter? Warte mal, das war doch meine Mutter gerade, oder? Verdammt. Das ist kein kinderwerbefreundlicher Werbespot. Kann man das so sagen? Battle Bros. Oh, wofür brauche ich die Kamera? Enten essen, ne? Okay, das ist ziemlich weird. Und wir wissen alle, das hier ist ein Horrorspiel. Level 2. Okay, I'm ready. Oh, schöner Popo. Alter. Yo. Hey, they watch me whip, whip. They watch me nay, nay. Runde 1. Oh, das ist so viel einfacher mit anvisiert. Great, Runde 1, geschafft. Okay, let's go. 1, 2. Easy. Alter, 2 mit einem Schuss, nice. Ach du Kacke, da kommen die raus. Runde 3, ready. Let's go, was machst du, mein Freund? Wir müssen uns konzentrieren. Lenk mich nicht ab. Oi. Komm schon. Perfekt. Kommen die jetzt hier raus? Weil ich habe die erschossen. Eigentlich müssten die da runterfallen. Oh mein Gott. Great. Ich glaube, das war Runde 3. Wir haben es geschafft, mein... Ich wollte ihn nicht erschießen. Ich würde niemals Weiße erschießen. Okay, wir sind hier wieder im Raum. Der nächste Trailer. Oh, wir kriegen sogar richtig Punkte dafür. Ich meine, wir haben jede Ente erwischt. Das heißt, wir müssen die volle Punktzahl bekommen. Duck Season Level 3. Hat sich hier was verändert? Meine Mutter ist da hinten immer noch am Machen. Oh, ich kann die Sachen von da hinten hier rüberziehen. Irgendwie habe ich gerade ein komisches Geräusch gehört. Kann ich wenigstens den Teller werfen? Nice. Was liegt hier sonst noch?
Mama-Magazin, wo ist dein Mann? Männer, ihr wünschtet, ihr hättet nie gelogen. Kannst du deine Ehe retten? Verdammt, das ist ziemlich düster. Welche Mutter liest du welche Magazine? Level 3, Duck Season. Da, da, oh, boom. Au. Oh. Time Attack. Erschieße 5 Enten in weniger als 15 Sekunden? Als ob ich damit ein Problem hätte. Wo sind die Enten? Gib mir die Enten. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4. Oh, das waren schon alle. Verdammt. Obwohl, ich hab's doch geschafft, oder? Ich muss noch mehr erschießen? Sag mir das doch. Auf jeden Fall habe ich 6 von 5 Enten. Okay, das sieht gut aus. Great. Erschieße 14 dicke Enten, bevor sie entkommen. Was sind denn dicke Enten, Alter? So eine richtige Weihnachtsente. Alter, verdammt. Yo. Was? Ich weiß gar nicht. Zählen die alle noch als dicke Enten? Die spalten sich. 5 von 14. Let's go. Wir müssen uns beeilen. Sonst kriegen wir das nicht hin. Oh mein Gott. Let's go. Ich muss nachladen. Nur noch 4 Stück. Komm. Komm. Let's go. Nice. Alle hinbekommen. Jetzt erschießen wir noch ein paar extra Punkte. Oh mein Gott. Das ist ja so nervig, dass die mich spalten. Verdammt. Oh, da hinten ist doch eine richtig dicke. Wir sind jetzt schon bei 19. Alter, wir sind viel zu gut für dieses Spiel. Let's go. Oh, 24 von 14. Wenn das nicht gut aussieht, weiß ich auch nicht mehr. Ich meine, wie viel Zeit habe ich denn bitte sehr, um 14 Enten zu erschießen? Es hat inzwischen schon für 28 gereicht. 14 von 14 steht jetzt hier unten. Wollt ihr mich verarschen? Also wirklich jetzt? Ich war deutlich besser als das. Das wirklich Interessante ist immer, was im Fernsehen zwischen den Spielen läuft. Weil die Welt wird sich auch mit der Zeit verändern. Wie gesagt, ich habe nicht viel von dem Spiel aufgenommen. Es gibt also noch vieles, was wir erkunden können. Es gibt irgendwie 7 verschiedene Enden. Aber ich glaube, das habe ich noch mitbekommen. Ich möchte auch so ein Spielzeug. Mama, krieg ich sowas, bitte? Ey, ich wollte nicht mit der Knarre auf dich richten. Das wirkt vielleicht falsch. Okay, unsere Punkte werden gemessen. Und ich gucke mal, was hier vielleicht so Neues auf dem Boden rumliegt. Oh, warte mal. Ist das nicht das Spielzeug? Wir haben es jetzt schon bekommen? Wie geil ist das denn? Danke, Mama, du bist die Beste. Spiele Level 4. Duck Season. Woo. Runde 1, ready. Si, Senor. Let's go, die letzten beiden. Oh mein Gott, geschafft. Runde 3 von 3. Ich bin so stolz auf dich. Was ist das hier? Ach, da sind 2 Büsche. Die sind aufgestellt. Nice, die kümmern sich wenigstens um die Deko. Hallo? Yo, hallo? Bin ich unter Wasser? Das wirkt so. Was passiert hier? Alles dreht sich. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Was schießt ich da auf ihn? Komm schon. Treffe ich ihn? Ich bin mir nicht sicher. Meine Mutter schläft da einfach. Oh, netter Popo, Alter. Danke. Für diese Aussicht danke ich doch gerne. Ist das ein riesiges Stück Pizza? Okay. Das sieht ziemlich ungesund aus. Ist das ein Auge? Das sieht alles ziemlich ungesund aus. Was soll ich denn jetzt hier tun? Pizza Boy. Kann ich irgendwie ein Spiel reintun? Ich meine, ich treffe ihn doch. Ich kann mich aber nicht bewegen. Wer bist du denn? Du bist weird. Shotgun Tutorial. Das werfen wir da nicht rein. Können wir da überhaupt Sachen reinwerfen? Irgendwas müssen wir doch hier tun. Vielleicht muss ich meine Mutter aufwecken. Ich habe ja dieses Spielzeug. Komm schon, Mama, wach auf. Hallo, wach auf. Oh mein Gott. Nein, das bin ich, der aufwacht. Das war geil. Ich habe auf meinen eigenen Popo geguckt. Das ist doch pervers. Wieso tust du mir sowas an? Das wollte ich nicht. Duck Season Level 5. Okay. Wir merken, es wird jetzt auf jeden Fall langsam creepy. Vieles ändert sich in dem Spiel. Aber ich würde mal sagen, langsam quitten wir das Spiel. Leute, wenn ihr mehr von Duck Season sehen wollt, dann schreibt Hashtag Ente in die Kommentare. Das Spiel hat auf jeden Fall noch mehrere Twisty Enten, ne? Wir haben ja bisher noch nicht ein einziges gesehen, obwohl ich glaube, in der nächsten Folge werden wir das erste Ende sehen. Also schreibt Hashtag Ente in die Kommentare. Leute, ich und mein Teil beende jetzt hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.